Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Um Gettysburg wird hier gekämpft und auch vor Gettysburg. Und die Union zieht sich zum Cinnamon, ach komm, zu irgendeinem Hügel zurück. Weiter, welcher Hügel ist es? Ach, der. Da bringen wir sie alle unten hin, seht ihr das da? Das ist ein großer Friedhof. Da werden sie alle hingehen. So, wir müssen alle Hügelkämme westlich der Stadt sichern, um unsere Armee in Bewegung von Gettysburg zu in Umgebung von Gettysburg zu vereinen. Okay. Wenn wir es schaffen, Cemetery Hill zu erobern, werden wir den Kampf eindeutig gewinnen. Ja, das ist mein Plan. Das habe ich vor. Ach, wir dürfen hier weiter spielen. Wunderbar. Sieht das nicht schön aus? Kanönchen mit Hühnchen, kommt mal gleich hierher. Das wird lustig. Davon wollen wir mehr. Ja, alles, was wir jetzt hier von der Stadt killen, wird uns quasi dann in der Stadt nicht nerven. Ganz kurz nochmal Pause. Paul hat aufgegeben. Das ist schön für Paul. Wir haben nicht Jackson vergessen. Das ist scheiße. Und hier kamen auch noch Sachen nach, oder? Die bewegen sich ja nicht. Und die wollte ich ja hier, dass wir so die Stadt von zwei Seiten angreifen können. Ab ins Gebäude. So, vorrücken, vorrücken. Gar nicht so viel Deckung. Oh, ich dachte, er hätte mehr. Kanonen können gleich weiter. Andersrum. So. Wir drängen sie zurück. Diese elenden Bastarde. Ah, die Kanone vergessen nachzurücken. Alles jetzt nachrücken. Auch hier müssen wir jetzt weiter nach vorne. Halt! Kanone, weiter. Eine Truppe lasse ich, eine Geschwächte lasse ich mir zurück. Alle frisch hier. Attacke, komm. Ah, holt sie euch, die Schweine da. Kavallerie geht mal dahin.
Und schaff das mal aus hier. Und hier rennt gleich hervor. Die Kanone kommt gleich weiter. Da hängen sie nämlich alle. So, out. Da unten ist doch was. Scheiße. Irgendwas hat mich da gesehen. Zurück. Warte mal, waren es Kanonen oder? Ja. Okay, das sind schon zu viele. Zurückfallen. Ah, hier können wir uns gleich in den Gebäuden verteidigen. Wunderbar. Geh mal in den Nahkampf. So, die ganze Reserve hier, sag ich jetzt mal. Die gehen mal hier so lang. So. Attacke. Kanone kann ja auch schon mal hier rüber. Na los, nicht aufhalten lassen. Haben wir irgendwas Nahkampfmäßiges. Am besten... Ach, das brauchen wir euch gar nicht. Einfach mal hinstellen. Die holen uns dann schon von hinten. Kanone kann schon mal hier hinrücken. Die halten uns da nur auf. Weiter. Kannst den Herrn hier unten ver... Hau ab da. Kanone hier vorne hin. So, Kanone, Kanone hier hin. Ran. Ran. Und auch ihr. Ran. Deckung hat er 50. Okay. Halt. Feuer. Oh ja. 0,4. So. Wieder fertig. Die gehen mir sowas von auf den Sack. Dann, ne? Sollen sie endlich bewegen, da die Leute. So, Kanonen bereit. Bitte Spaß haben. Drauf. Irgendwer hat aufgegeben. Dann rein weg. Was? Weiter. 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 Kanönchen mit Hühnchen, weiter vor.
0:33, das wird knapp. Druck ausüben, Jungs. Druck ausüben. Alle gar nicht hinterher irgendwie. Weil sie aufgehalten worden sind. Nur 23. Warum geht das so schnell mit der Zeit? Hansen! Warum steht da jemand in der Stadt? Das gibt's doch nicht. Bist du Nahkämpfer? Nee, bist Schütze. Los! Verdammt und zugenäht. Nahkampf. Oh, irgendwas habe ich mich verklickt gerade. Scheiße. Ah, diese eine Einheit, die blockiert da gerade alles. Warum kommt das alles so langsam aus dieser verfickten Stadt raus? Alter, kommt da nach vorne. Ah, diese Scheißzeit. Sind einfach zu weit weg. Alles ist zu weit weg. Nahkampf, Brown. Jetzt aber. Hause weg. 0:2. Oh, das ist so knapp. Die haben noch keine Chance. Ich brauche einfach mehr Zeit. Ich bin so nah dran. Ich habe so viele Leute geopfert. Scheiße. Oh. Fuck. Jetzt werde ich noch mehr Leute verlieren. Ärgert mich das. Kann ich ins Lager? Oh ja. Nochmal Leute rekrutieren. Ach ja, ich habe nur. Oh, warte mal. Wieso ist das erste Kopf vollständig? Ist ja, glaube ich ja gar nicht. Ah ja, haben wir nicht. Na komm. Ah ja, haben wir auch nicht. Weiter. Ach, warte, scheiße. Die Vorgesetzten, ganz kurz. Im zweiten Korb. Also das zweite Korb hat es echt erwischt. Also die Vorgesetzten müssen wir nochmal kurz austauschen. Weil sonst ist der ganze Trupp nicht so effizient. Das habt ihr ja gerade, hab ich euch zeigen sollen. Habt
dritten Korb hat auch gar nichts. Eigentlich hat nur das zweite von Lee. Das war, glaube ich, in der Mitte, ne? Und Heinrich war die Zerlumpte, glaube ich. Oh, hier habe ich es hingestellt. Warte mal, kann man es noch sehen? Ja, Heinrich kommt von rechts. Schlacht von Gettysburg, 2. Juli 1862. Gestern haben wir angegriffen und die Yankees zurückgeworfen, aber sie konnten ihre Stellung auf diesen Scheißhügel halten, ja. Und jetzt verfügen sie über eine exzellente Verteidigungsposition. Aber das ärgert mich so sehr. Ich war kurz davor. Ich überlege gerade, ob ich das nochmal neu mache. Nein, mache ich nicht. Wir haben heute Morgen mehr Verstärkung erhalten, die unseren nächsten Angriff anführen. Unsere bisherigen Beobachtungen lassen vermuten, dass der Scheißhügel und ein anderer Hügel zu stark befestigt sind, um dort anzugreifen. Die linke Flanke der Union scheint nur schwach verteidigt zu sein. Dort wird unser verstärkendes drittes Korps angreifen. Also jetzt Heinrich oder was? Nachdem es unbemerkt vom Feind ein weiteres Flankenmanöver durchgeführt hat, der Rest der Streitkräfte beschäftigt die Verteidiger von Culp's Hill, während die linke Flanke der Union angegriffen wird. Wenn unser Plan gelingt, können wir die Schlacht heute gewinnen. Ja, hoffentlich. Habe ich nicht mehr so viele Leute. So, nach mehreren Stunden Kampf mit den Straßen hat unser Korps seinen Weg gefunden, um die linke Union anzugreifen. Wir erwarten kaum Widerstand. Ah, ich hasse das. Wenn da genannt wird, es wird kaum Widerstand gewartet, dann ist da ganz viel. Auf dieser Road, in der Nähe der Pfirsichplantage, also sollte ein Flankenangriff eine einfache Aufgabe sein. Ja gut, das sagt ihr. Das ist schon mal ein Scheißhügel, den mag ich nicht. Der Feind hat auch hier das... Ah, das gefällt mir nicht. Der Feind hat seine Streitkräfte wahrscheinlich entlang der Cemetery Ride versammelt. Wenn wir die Hügelkämme sichern, können wir heute den Sieg beanspruchen, da wir die Unionsarmee umzingeln. Ja, klingt gut. Glaube ich auch nicht dran. Wo war jetzt der Punkt, den ich einnehmen soll? Wo war die Road? Hier? Ich hasse Hügel. Darf ich schon? Danke. So, jetzt kommt Heinrich aufs Lager. Schlachtfeld hier. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht mal, wo die Stadt... War das hier? Ich habe nicht aufgepasst. War das da? Heinrich, reite mal vor. Kanönchen mit Hühnchen. Ja, hier sind schon eine Verteidigungsposition. Aber angezeigt wird eigentlich ja nur der Fleck da oben, ne? Aha, da kriegen wir noch mehr Verstärkung. Ach, ich habe sie schon wieder laufen eingestellt, ne? Lauf. Lauf. Lauft, meine Leute, lauft. So, die Kanonen frontal. Kommt alle mal hier. Ihr werdet schön hier runterlaufen und von der Seite kommen. Kanonen müssen sich zusammen hier so hinrotten. Ah! So. Munitionswagen erstmal dahin. Mal gucken, ob da alles auch easy peasy ist. Alles gut und ich habe wieder Angst vor der Zeit. Ja, frontal sind welche. Das ist da. Okay. Muss hier die Stelle sein, ne? Ja. Da haben wir sie.
hätte vielleicht zu früh abgezogen hier unten. Falschen Nahkampf geschickt oder was? Scheiße. War nicht so ganz mein Plan, aber na gut. Auf die verfickten Kanönchen mit Hühnchen. Warte, halt. Du rückst dahin. Tötet mir diese scheiß Kanone. Ich hasse Kanonen. Nahkampf mit der Kanone, die steht noch auf die andere Seite. In andere Richtung meine ich. Oder? Liege ich falsch oder liege ich richtig? Camper, du musst ran. Du musst ran. Ah, zu spät. Zu spät, Camper. Ja. Kanone ist weg. Halt, den Rest da töten. So, und hier habe ich gepennt. Kanone weiter ran. Sie laufen. Hinterher. 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 Mein Wäldchen, raus da. Können auch hier hin, das ist auch gar nicht doof. So. Weiter vor. Und weiter vor. Ich habe hier einen vergessen. Er hat sich getarnt. Guter Mann. Prädikat einsame Spitze. So, ihr rennt mal dahin. Ihr rennt mal da rein. Der Berg soll unser Freund werden. Wir werden eins mit dem Berg. So. Ja, komm mal ein bisschen ran da, ne? Kannst du schießen. Komm mal von der Seite. Kanönchen mit Hühnchen. Feuer auf diese scheiß Kanone. Das war super, dass die hier von der Seite kommt. Und ihr geht dann nur in den Wald rein. Entschuldigung. Und halt. Kanone. Denkt an die Kanone. So. Du rückst hier ran. Und du kommst nochmal hier weiter. Wir müssen gleich laufen. So, das ist die Nachhut. Weiter. Weiter. Eine geht erstmal dahin und die andere schießt auf den Trupp. Bitte da drauf. 0,50.
steht frei. Weiter. Weiter. Keine Einheiten bis jetzt. Dann greif von hinten an. Weiter. 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 0,42. So, der Einsatz von Sicklers Korps so weit voraus ist unerwartet. Alleine Vincents Brigade wurde bei der Bewachung von Little Round Top gesichtet. Greifen Sie ihn an. Ich weiß nicht, was er meint. Ich greife gerade eh alles an. Ist doch alles gut. Alles gut. So, jetzt werden sie von hoffentlich zwei Seiten. Genau. Und ihr rennt, ja? Und das tut ihr auch wirklich. Und das ist halt scheiß bergauf, ne? So. Übertreten. So, nächste Kanone nachziehen. Hier sind sie auf jeden Fall. So, ihr beide nachziehen. Kanone. Da hängen sie mich drin, die Schweine. Ah, jetzt müssen wir sie aus dem Wald rauskriegen. Alter, was braucht ihr so lange da oben hoch? Überlegen, ob ich hier noch Einheiten rausschere. Mein Nahkampf. Nee, wenn ich Nahkampf gehe, werde ich von da auch angegriffen. Das lassen wir mal lieber gleich. Schützen. Kanonen. Hierher. Hier drei. Los. Scheiße. Gehen Nahkampf. Ah, flankiert. Scheiße. Gut, die stören mich da aber nicht. Wir ziehen uns da zurück. Lee, Anne Heinrich, zurück. Kanonen, Munition. Hallo, wie wär's, wenn du da hinrennst? Flott. Ferrero, willst du mich verarschen? Lauf. So, weiter. Schon, ich habe gerade hier nicht auf die Zeit geachtet, ey. Das gibt's doch nicht. Nahkampf. Ihr seid zu lahm. Los, renn's mal davor. Hier noch Nahkampf irgendwie? Nahkampf. Los. Kanonen, feuert. Das ist mir jetzt Wurst, wo ihr steht. Feuert. ...0-1, das gibt's doch wieder nicht, ey. Schon das zweite Mal, dass es wieder so knapp ist. Ich hasse es langsam. Diese Zeit kann man auch irgendwie nicht beeinflussen. Na, was geht diese Scheißzeit bitte? Mann, nach was geht denn diese Scheiße? Wirklich?
Mal geht's echt langsam, mal geht's schnell. Wonach wird diese Scheißzeit bemessen? Sichern Sie Roundtop Hill. Ja, allerdings welche ganze vorne. Ach Mann. Das ärgert mich grad so dermaßen. Das zweite Mal. Die Union hat viel mehr Streitkräfte als erwartet. Der Rest ihrer Streitkräfte ist jetzt bereit für den Angriff. Ja, es ist mir gerade echt Wumpe. Ich will das... Ach, Mann, das ärgert mich. Wenn wir die Hügelkämme südlich, ja, von dem Scheißhügel durchbrechen, umzingeln wir den Feind. Denkst du, was ich gerade vorhabe? Zwingen sie ihn zum Rückzug. Ja, mach ich doch. Sich jetzt hier schon wieder an Leute sterben lassen haben, nur einen Scheißhügel zu kriegen. So. Kanonen gleich da von mir. Entschuldigung, wenn es mich ja, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen aggressiv wirkte, aber es hat mich echt geärgert. Wie gesagt, das schon zum zweiten Mal, ne? So, jetzt haben wir wieder 4:21. Sind es Minuten? Ich weiß es nicht. Er wird von hinten angegriffen. Oh, da ist ja auch viel los. Hab ich nicht gesehen. Ah, muss ich mal kurz gucken. Da ist die Kanone, da sind Truppen, da sind Truppen. No, Hector greift den mal an. Nee, auf die Kanone bitte. Halt. So, Lieutenant Lance's Hector wurde verwundet, ja. Ich wollte eigentlich nur, dass du drauf schießt, aber nicht, dass du gleich in den Nahkampf gehst, Hector. Heinrich, hol mal Hector zurück. Haut sie da weg. So, halt. Ich muss erstmal den wieder killen. Kanone. Mal besser aus. Überall schlagen wir so ein bisschen zurück, das ist nicht verkehrt. Sind noch über ein paar Trüppchen. Halt! Ja. Feuer.
Kanonen weiter, weiter. Laufen Sie endlich mal. Sonst ist das jetzt mein Wald. Weiter. So, Cross Division gesichtet. Das ist nicht gut. Halt. Oh, jetzt reicht mir Nahkampf. Dann laufen. Okay, reicht. Vergessen? Nee. Hm, wenn die jetzt nicht da, wenn die mal verrecken würden, da schön. Kriegen wir hier mal langsam Struktur rein. Halt, wo willst du hin? Kämpf, mein Freund, kämpf. Ein bisschen zurückgedrängt. Drei Minuten, ich weiß es wieder nicht. Missionszeit, alles würde mich echt mal gerne interessieren. Sind es 3 Stunden? Habe ich es nicht gehalten. Einen haben wir aber gleich. Den Hügel. So, du kannst wieder zurück. Gucken, was sich da formiert. So, Wilhelms Division aus. Ach, egal. Verlassen. Ah, die wollen die irgendwie verstärken. Okay. Schräg stellen. Der läuft hinterher. Oh, der beschützt dann die Kanone. Hier hätte ich jetzt gern Kanon. Leider ist es aber nicht mit drin. So, endlich haben wir diesen Scheißhügel. Halt, und so weiter. Jetzt haben wir den Hügel, ja.
der weg ist, können wir hier weiter von der Seite kommen. Ah, die Kanonen sind weiter ran, das wird gleich spaßig. Feuer. Das reicht mir schon. Feuer. Jetzt wollte ich die Kavallerie schön von hinten. Wo ist der General? Der war doch hier unten. Was ist da passiert? So. Was habt ihr mit meinem General gemacht? Und das ist los. Oh, egal. Nicht, dass sie sich gleich den Hügel zurückholen. Panik rausgebrochen, schade. Ah. Wo ist General Heinrich? Verdammte Axt. Oh, bin immer weniger. Jetzt habe ich hier von denen an, sie sind viele kleine Popeleinheiten. Na, jetzt versuchen sie einen letzten Angriff oder was? Die rücken so nach vorne. Halt, ey. Motivation müsste man irgendwie brechen. Auf den Sack. Müssen da alle fallen. So.
schön. Er bewegt sich und kriegt dann schön einen auf den Sack. Ah, kriegt er mal Munition da hinten. Oh, die Kanonen laufen, endlich. Diese Drecksscheißviecher auch los. Ha! Ich glaube, wir haben sie fast perfekt zusammengekehrt. Natürlich haben wir wieder große Verluste, ganz klar. Aber, jo, die Kanone ist weg. Jetzt ist ab dahin. Jetzt müssen wir nur die weiter nach da drängen. Union hat Little Road top gesichert. Hinter uns, scheiße. Was das denn, Alter? Zurück. Zurück. Müssen wir uns holen. Scheiße, habe ich nicht auch drauf geachtet, ey. Jetzt wird's wieder zum Verhängnis. Ich ahne es. So, habt ihr Munition? Weiter, wir müssen diesen Punkt da einnehmen, bevor die Zeit wieder umgeht oder so. Wird die Kanone weg dann. Alter, das sind echt nur Einheiten. Das ist nicht nur eine. Ich habe gehofft, das ist ja einfach nur scheiß Infanterieeinheit. Oder nur eine. Hallo, dahin. Ach, das sind auch noch Einheiten. Fuck it. Fuck it. Hierher, yeah, aber zack nicht. Weiter. Die haben mich abgelenkt, die Schweine. Weiter. Die irgendwie kriegen, die Schweine. Ah, da ist jede Menge ist da. Zieh nochmal einen raus. Sehen wir, was da alles steckt. 1-3. Das ist so viel. Hole die Kanone. Thank you.
noch nicht im Nahkampf? Oh, fuck. 1,26. Oh, ich hätte da... Hätte ich da was behalten, ey. Ja. Das war's mit meiner Kavallerie. Los, Richards, von der Seite, von hinten, mach sie platt, ey. So, Major General Ruby. Ach, wurde verwundet. Ja, super. So, der läuft, ist ganz gut. Weiter. Richards, feuer nochmal nach. Und dann geh ins Haus. Komm. Los, nochmal drauf schießen oder so. Da, auf ihn. Plus 70. Dann läuft er gleich weiter. So. Er läuft weiter. Sieht's vorne aus. Ist empty. Was ist da hinten? Ach ja, die Kavallerie, die lebt noch, okay. Ah, los, ey, wir müssen sie zurückbringen. Ist irgendwie so ruhig geworden. Haben die keine Munition mehr, keine Lust mehr. Oh, gehen wir schnell zum Punkt. Nicht, dass der jetzt da hinten nochmal den Punkt holt. Aber sowas von, das wäre jetzt echt scheiße. Reicht mir schon, dass ich einen Punkt verloren habe, hier, verdammt. Gut, der läuft. Hier. Das ist wieder vom Feld. Wenn da keine Infanterie drin wäre, würde ich jetzt meine Kavallerie nochmal reinjagen. Hier in der Ecke ist wahrscheinlich wieder was, aber das ist mir hier gerade hier wichtiger, dass wir diesen Scheißhaufen da unten wegkriegen. Als tot werde ich nicht mehr kriegen, aber Hauptsache ich halte den Punkt, das ist wichtig. Nochmal einen Schritt zurück. So, 62, kann ich auch mitleben.
Ach, schade, bin gerade gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung, trinken wir mal einen Schluck Wasser. Ach du Scheiße, die Folge geht da schon lang. Tut mir leid, ich bin gerade so exzessiv im Kampf. Das wird leider eine lange Folge. Na, die Kanonen nerven, ne? Oh, warte mal, da steckt eine. Wenn Barrett weggeht, dann könnten wir vielleicht versuchen, von hinten nochmal mit der Kavallerie anzugreifen. Oh, meine Armee ist auch quasi aufgelöst. Ich gucke einfach nochmal, was die hier haben. Eliminieren wir das Supply. Kavallerie kommt eh nicht hinterher, von daher. Na, vielleicht kommen wir sie auch noch holen. Ich weiß nur mal ein, zwei Kanonen da gerichtet. Nahkampfeinheiten. Supply hat aufgegeben. Netz. Nicht töten, ne? Kanonen nachrücken. Nachrücken. Schießen wir auch noch weg da. Hector kann dahin. Nicht töten. Oh, Mist. Ah, jetzt könnte es klappen. Komm mal langsam hier hoch. Ich glaube nicht, dass die Kanonen noch ankommen. Ich positioniere sie mal dahin. Nein, so schön. Und du bist schon mal zum Gebäude. Hector kann ja schon mal was aushacken. Camper bleibt nochmal da. Nicht, dass wir die Position trotzdem klauen. Und ja, auch die Zeit ist wieder um. Wunderbar. Ich traue mich nicht. Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen, wie hoch meine Verluste sind. Aber sie werden immens sein. Ich glaube, 10.000 Mann kriegen wir durch die Schlacht wieder. Ob das meine Verluste deckt, glaube ich nicht. 17.000, oh, 17.000 verloren. Ja gut, wir haben 32.000 von denen eliminiert. Also am Ende hin habe ich es richtig gemacht. Am Anfang fand ich ein bisschen Fehler wieder gemacht. Aber war das schon die große Schlacht von Gettysburg? Ja, 14.900 oder 15.000 paar zerquetschte. So,
Medizin habe ich schon hoch. Das waren jetzt, ja genau, 25% oder was? Gar nicht. Steht das hier irgendwo? Brigaden, Munition? Naja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein paar da 20% Einheiten wiederherstellen. Das ist also nicht verkehrt. So, was können wir noch machen? Nachschub ist auch nicht verkehrt. Könnten wir jetzt voll machen. Wirtschaftlich bringt das auch mehr Waffen. Mit dieser Fähigkeit bleibt Ihre Armee gut ausgerüstet. Preise für neue Waffen. Nachschub. Ja, ich mache hier mal Nachschub voll. Was gibt es jetzt hier? Ja, viele Verwundete. Muss ich irgendwie eine Versorgung nochmal einkaufen? Nein. So, wie sieht's hier? Hier, sieht's fast, ja, die ersten drei Divisionen. Also, die ersten beiden hat's richtig mitgenommen. Hier genauso. Die ersten zwei Divisionen haben richtig Verluste. Und er geht. Der hat ja maximal, der hat nur ein bisschen verloren hier. Das dritte Korb. Ja. Soweit dazu kriegen wir wieder irgendwas Tolles. Wir könnten nochmal 4000 Mann zusätzlich kriegen. Die Waffen wären auch geil. Da überlege ich nochmal, was ich mache. Wo geht's denn jetzt weiter? Wie geht's weiter? Hättest gedacht, dass wir eigentlich nächstes Mal in Washington kämpfen. Was haben wir hier? Belagerung von Jackson. 11. Juli. Und wieder was Unaussprechliches. Ich versuch's mal. Chickamauga. Okay. Ist aber noch eine große Schlacht. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Große Schlacht von Chickamauga. Also ich dachte eigentlich nach dem Gettysburg quasi. Also echt haben ja die Konföderierten ja verloren, wissen wir ja alle. Aber ich glaube, danach hat es nicht mehr lange gedauert und dann haben die ja war das ja vorbei. Ich habe jetzt eigentlich auch damit gerechnet, dass wir jetzt nur noch vielleicht noch ein paar Armeen oder ein paar Schlachten machen und dann sind wir quasi, ja, haben wir gewonnen. Oder kämpfen wir in Washington oder so. Keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, es tut mir leid, dass die letzte Folge doch immens so lang wird. Ach, ich achte gar nicht auf die Zeit, ey. Scheiße, ich höre einfach mal auf. Wir sehen uns das nächste Mal, ja, beim 11. Juli. Bei der Belagerung von Jackson. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.